Hey Kinders und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Assassin's Creed Origins. Und bei der Mission, Idiot. Senefer, bist du das? Bayek, der griesgrämige Sivana. Ich heiße jetzt Claridas. Was treibt dich denn hierher? Ikarus war tausendmal besser als du. Wer wird euch Grüne jetzt anführen, Malakia? Du saugst doch an der Zitze. Du glaubst, du bist reif für den Cursus Magnus? Du Pferdeschiss! Lasst Nikias in Ruhe. Ikarus Tod war ein düsterer Tag für uns. Lasst ihn in Frieden trauern. Also, ist Aya bei dir? Ah, hey, ich bin allein. Ich habe nur gefragt. Ah, frag doch meinen Fuß. Vergiss es. Triff uns dann in der Taverne. Hm? Das ist seltsam. Im Ernst? Also da geht man extra hier hin, nur um im nächsten Augenblick direkt wieder dahin zu gehen. Oh. Geht's vielleicht noch ein bisschen dümmer? Ups, falsche Richtung. Ah, hier ist ein Durchgang. Muss ich da nicht so... Ich sah dich letzten Monat als... Und ich sagte, ich habe nicht von deinem Schwein gesprochen, sondern von deinem Weib. Bayek! Wie lange ist es her? Ein Jahrzehnt? Oder mehr? Du hast Siva schon lange verlassen, ha? Einen neuen Namen hast du auch. Ich musste. Claridas ist ein viel besserer Name für das Hippodrom. Erinnerst du dich an die Pferde damals in Siva? Ha? Oh, die Klepper? Hätte nicht gedacht, dass du je wieder da rauskommst. Ah. Siva. Klein, arm und hässlich. Das einzig Schöne dort war Aya. Hat es sich verändert? Oder sie? Dinge ändern sich. Auch Menschen. Ja, ich brauche mehr zu trinken. Ich verstehe das nicht so ganz. Verzeiht, Neb. Ich hörte Claridas sagen, ihr werdet früher Rennen gefahren. Mein Vater unterstützt die Grünen von Prasina. Und wir brauchen dringend einen guten Lenker. Ich bin nur hier, um zu trinken und zu vergessen. Lass ihn in Ruhe, Nikias. Hier trinken heute echte Männer. Bayek, komm. Ich zeige dir etwas Inspirierendes. Ha? Der Typ ist mir nicht geheuer. Nicht geheuer. Wohin führst du mich, Senefer? Bitte, Claridas. Ich bin schon lange nicht mehr Senefer. Ah,
Warum der neue Name? Um im Hippodrom erfolgreich zu sein, müssen dich die griechischen Häuser akzeptieren. Also ein griechischer Name. Du gabst deinen Namen auf, deine Heimat. Siva bedeutet mir nichts. Die Griechen sehen auf uns herab, aber scheiß drauf. Ich esse und trinke gut mit meinen Gewinnen. Ich hätte nicht den Ehrgeiz, im Hippodrom rennen zu. Du? Nein, niemals. Die jubeln für mich. Außerdem bräuchtest du einen Sponsor und einen guten Wagen. Dieser Großmaul war ein wahrer Held. Wusstest du, dass er 1000 Rennen gewonnen hat und doppelt so viele überlebt? Sieh nur, wie sie Ikarus geliebt haben. Ihre Idole hast du auch übernommen, was? Platz da, aus dem Weg! Unsere Götter haben nie irgendwas für mich getan. Sei froh, dass ich fortging. Wäre ich geblieben, wäre Aya die meine. Du bist betrunken. Und dein Arsch. Du weißt ja nicht, was ich aufgegeben habe. Oh, die Welt ist hart. Du hast damals immer auf mich herabgesehen. Hieltest dich für was Besseres. Ich habe nie... Ist doch egal. Jetzt bin ich berühmt. Zu welchem Preis? Du gabst deinen Namen, deine Heimat, deine Götter auf. Es war deine Wahl. Und es brachte mir so viel Geld und Frauen, wie ich will. Du wolltest immer berühmt sein. Aber das treibt nicht uns alle an. Und du wolltest immer nur Aya und kleine Bajex. Warum hast du deinen Traum aufgegeben? Genug. Da will er sich prügeln. Lebst du noch? Ha! Du wirst alt. Und ich brauche eine Abkühlung. Das Bier schlägt härter zu als du. Was in Dionysos Namen hattest du letzte Nacht mit Nikias zu besprechen? Nikias? Wer? Komm mir nicht so. Ich hab's gesehen. Was denn? Glaubst du, sein Vater nimmt dich einfach so in die grüne Mannschaft von Prasina auf? Glaubst du, du könntest einfach so losfahren und Rennen gewinnen, ohne Übung, ohne Talent? Verpiss dich doch! Vielleicht sollte ich zu diesem Nikias gehen und hören, was er mir anbietet. Wenn du siegen kannst, Clary, das kann es nicht so schwer sein. Du solltest vorher beten. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, um im Hippodrom zu überleben. Die Götter werden uns zusehen und entscheiden. Du hast deine Götter, ich hab meine. Wir werden sehen, wer von uns den Ruhm einfährt. Genug geredet. Sollen die Götter dich im Hippodrom beurteilen? Aha. Warum bist du eigentlich einfach nur so ein... Arschloch. Hallo, und was geht da? Ah, komm ich her. Oh, warte mal. Ich geh mal gerade hier auf neue Klamotten kaufen. Ah, hallo, hallo. Bis demnächst.
So. Und mit E sagen wir ihm, er soll dahin retten. Einfach mal dahin ritten. Und dann zeigen wir dem anderen mal, was Wagenrennen sind. Wie das war's? Okay. Bayek, dich hätte ich hier nicht erwartet. Ein hübsches Anwesen. Ja, wir hatten Glück. Vater züchtet Pferde und diese haben schon oft bei den Spielen gewonnen. Ich habe ihm von dir erzählt. Und was genau? Nicht viel. Dass du Lenker bist und dass du Claridas gut kennst. Zu gut. Viel zu gut. Komm, er möchte dich kennenlernen. Wunderschön, oder nicht? Wache Augen, tadelloser Gang. Sie will siegen, ha? Du scheinst dich mit Pferden auszukennen. Nikias, wer ist dein Freund? Vater, das ist Bayek. Er fuhr Rennen gegen Claridas. Mein Vater, Hilokrates von Kanopus. Sohn des Themistokles von Kanopus. Gegen Claridas? Zeig mal, wie du fährst, Bayek. Nikias, sieh gut hin. Vielleicht kannst du etwas lernen. Es heißt bei... Ah, schön. Hat Siva auch eine eigene Rennstrecke? Nein. Es ist ein kleines Dorf. Aber wir hatten Streitwagen. Dank der Pharaonen des alten Königreichs. Das ist die Freiheit. Wann bist du zuletzt gegen Claridas gefahren? Lange her. Ich kann mich kaum erinnern. Vorsicht! Halt die Zügel fester! Pass auf Hindernisse auf! Ikarus war der wahre Meister bei den Rennen. Genau das, was Claridas auch gerne wäre. Mein Vater hat Ikarus geliebt. Er war sein Lieblingsfahrer. Zeigen wir meinem Vater dein Naturtalent. Du hast ein Händchen dafür! Also hier im Kreis zu fahren, das ist jetzt noch nicht so anstrengend. Du bist ein Naturtalent! Wenn du für die Grünen fährst, werden wir im Hippodrom gewinnen können! Du bist ein Naturtalent! Du hast ein Händchen dafür! Schneller, Bayek, schneller! Welch Tempo! Was ist da los? Da stimmt was nicht! Vater! Beeilung, Bayek! Nikias! Pferdediebe! Hier! So eine Frechheit! Sie ist mein siegreichstes Pferd! Du musst sie zurückholen! Wir enttäuschen dich nicht, Vater! Geht mir aus dem... Schnell, Männer! Wir dürfen diese schamlosen Räuber nicht davonkommen lassen! Die Ehre der Grünen von Prasina hängt davon ab! Für die Grünen! Folge Nickers zum Banditenversteck. Haltet die Augen offen. Vater liebt dieses Pferd mehr als alle anderen im Stall. Für Philokrates! Für Saganaki! Ja, komm, reite zu. Ich töte dich. Hängt mit, Bruder!
Fist. Der Harry ist tot. Komm her, ich helf dir mal ein bisschen. So. So macht man das. Wir müssen in der Nähe sein. Für Icarus. Na da. Ha! Da haben wir wieder ein bisschen Bronze bekommen. Sehr schön. Für die Grünen! Es wäre schön, wenn du ein bisschen schneller reiten würdest. Wie viele Banditen werden es sein? Nur keine Sorge! Wir haben den Magi bei uns! Alles wird gut! Wer sind die Banditen? Abschaum, der für die Blauen arbeitet! Ganz sicher! Hast du von den großen Hungrigen gehört? Gott, ist das unübersichtlich. Wer soll das sein? Banditen im Süden. Ich glaube, sie reiten Kriegsnilpferde. Was? Ist das dein Ernst? Das erzählt man. Was ist mit euch los? Whoa. Oh Mann, ey, ihr seid voll langweilig. Hey, Moment! Aus dem Weg! Stirb, du Wurm! Hier drüben! Komm, drüben! Das war... Du erst zu hoch! Wo ist mein Pferd hin? Ach, kommt die auch mal nach, ja? Würdest du mal bitte hier hinkommen? Alter, einfach nur stehen bleiben, ja? Das reicht mir schon. Ja. Das, wie ein Krokodil. Es kommt keine Hilfe. Du bist tot. Akzeptier es einfach.
Ah, Banditenlager. Wir sind jetzt da. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Was? Friss das, du Rache! Was? Dafür schlag ich dich tot! Stirb, du Made! Hey! So. Was ist denn das jetzt? Oh. Tschüssili. Da werden wir voraus, und zwar deutlich schneller als ihr da lang schleicht. Oh Mann, hier sind nicht mal Karawanen unterwegs. Das ist aber ein echt schönes Pferd. Ich wüsste zwar jetzt nicht, wann ein Pferd wirklich schneller ist und wann nicht, aber... Serapis, ihr habt sie! Ich kann es kaum glauben. Ich war überzeugt, wir würden Saganaki und meinen Sohn nie wiedersehen. Ich habe mich um die Diebe gekümmert. Ich schätze, sie stahlen Saganaki auf Geheiß eurer blauen Rivalen. Verflucht seien sie. Wir müssen die Blauen beim Rennen schlagen, um ihnen Demut beizubringen. Ich hoffe, du fährst für die Grünen, Barrett. Ich tue mein Bestes. Position getter. Ich bin sicher, dass die Götter die Grünen in ihrer Lieblingsarena segnen werden. Ja, ne? Achso, da gibt's jetzt keine weiteren Sachen. Das war's dann. Okay. Muss man jetzt nicht verstehen. Aber egal. Na, dann gehen wir dahin. Von dort können wir dann nämlich nach unten das da holen. Und die zwei. Gut. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.